und herzlich willkommen hier zu Workers and Resources Soviet Republic. Mein Name ist der Ed, ich begrüße dich ganz herzlich. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, ich werde nur mal ganz kurz ein paar Bäumchen hier pflanzen. Sieht einfach cooler aus, wenn ein paar Bäume sind. Wie gesagt, wir haben beim letzten Mal dieses Gebiet jetzt hier gebaut, damit die Leute hier auch noch ein bisschen mehr Möglichkeiten haben. Das ist auch in Ordnung so, das lassen wir auch so, definitiv. Machen wir hier noch ein paar Dinger hin. Einfach, damit das hier nicht so ganz kahl aussieht. Ich finde... So, das machen wir hier auch noch so ein bisschen. So. Einfach mal rüber polieren. Wie gesagt, das haben wir beim letzten Mal gemacht. Heute möchte ich natürlich weiter anknüpfen. Was haben wir denn hier? Oh, Sternchen. Für die Optik. Gar nicht mal so schlecht. Passt sogar dahin. Mal ganz kurz gedreht. Jawohl. Wie gesagt, momentan ein bisschen Kohleknappheit, aber das kennen wir ja schon. Aber zumindest Dollar können wir gut bauen momentan. Ist zwar alles ein bisschen teurer, aber was willst du machen? So, das Problem haben wir gelöst. Jetzt geht es hier hinten weiter. Hier war auch das Problem, dass wir hier, ja, niedrigen Bildungsniveau nicht arbeiten, Kinder können nicht zur Schule gehen, etc. pp. Ohne Job. Das heißt, wir müssen hier hinten dran auch noch ein bisschen was arbeiten und das machen wir jetzt auch. Unter anderem würde ich ganz gerne, glaube ich, hier nochmal eine Schule hinbauen. Bildung, dann nehmen wir mal erstmal den Kindergarten, den brauchen wir auch. Nehme ich jetzt den Standard Kindergarten, glaube ich. Ne, der passt nicht hier hin. Muss ich doch den Gemoddeten nehmen. Alles klar, nehmen wir den Gemoddeten. Wir haben hier die Sporthalle. Die passt eigentlich hier... eigentlich da noch ganz gut hin. Können wir gleich mal setzen. Wie gesagt, ich guck mal nach der Schule. Kriegen wir dich hier hin? Und die hier auch noch ein bisschen... Ja, wird eng, wird eng, wird eng, wird eng. Kriegen wir nicht hier hin. Der will es nicht. Wo ist die Schule? Wir suchen die Schule. Super Apartment. Ja, so ein Mega-Ding hier hin. Das ist schon ein bisschen Wahnsinn. Kathedrale könnten wir auch bauen. Radio Tower. Warum eigentlich nicht, ne? Der wäre hier vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Für die Genossen und Genossinnen. Komm, setzen wir einfach mal hin. Mal sehen, was der bringt. So, Doktore. Kneipe. Das weiß ich nicht, was das ist. Ah, man sucht sich immer wieder doof und dämlich. Konstruktionsbüro. Warte mal. Old School? Nee, eigentlich will ich die hier nicht haben. Small School. Die müsste doch eigentlich hier hinpassen. Kleine Schule. Brauche ich natürlich noch einen Kindergarten. Kindergarten. Oh, der ist ja auch riesig. Kriegen wir den hier noch irgendwie ran? Ja, wird eng, ne? Hier so im Schatten quasi. Rückseite. Ich mach mal den Frame ein. Da noch ein Fußweg durch. So, okay. Das Ganze bauen wir momentan mit Dollar. Kommen wir gerade nicht drum herum. Es tut mir ja leid. Ich würde es gerne auch von den Konstruktionsbüros bauen, aber dafür müssten wir noch ein bisschen was machen. Und da werden wir auch noch mal was machen demnächst.
Wenn ich hier was einreiße, ein Stückchen, dann könnten wir doch hier eigentlich wunderbar noch eine Verbindung hinbauen. Ich weiß, ich wollte eigentlich nicht einreißen, aber ist vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Hier durchziehen, dann können wir hier auch noch was machen. So, okay, du gehst damit dran. Verbindungen sind ja alles, ne? Man muss ja schön die Fußwege bauen, damit man auch ordentlich die Leute dann zu den einzelnen Stationen bekommt. Ja, alles schön bauen. Ja, das sieht ja gut aus. Mal gucken, ob wir die hier, wie gesagt, hier rüberkriegen. Das ist das. So, Schule wird besucht und das ist ja Wahnsinn. Der leckt mir am Arsch, das ist ja Wahnsinn. Alter Falter, ey, das ist ja irre. Boah. So viele Schüler. So viele Schüler. Das ist ja der Hammer. So, Straße mit Laterne. So, zack. Nochmal lang. Gucken, ob wir hier irgendwie den Anschluss finden. Was ist denn das hier alles? Ich weiß es jetzt gerade gar nicht. Wir ziehen das mal hier hoch. Oh, das haben wir noch gar nicht gebaut hier, oder was? Ach doch, das haben wir gebaut, natürlich. Straßen mit Dollar. Mit Dollar läuft es ja ganz gut. Ja, da machen wir auch jetzt Gewinn. Ah, hier wird gebaut, sehr gut. Da haben wir die Sporthalle. So, okay. Was ich hier gesehen habe, hier hinten, wäre, glaube ich, noch die Möglichkeit. Ich habe irgendwo war hier noch so ein Granitdings. Da könnte man eventuell noch Granit abbauen, damit wir hier schon mal ein bisschen Kies und so weiter produzieren könnten. Guck mal, was durch da für Massen sich bewegen. Das ist ja der Hammer. Fehlende Mitarbeiter. Okay, dann hier ist voll. Hier ist auch voll. Es fehlen. Ah, jetzt. Okay, das klappt. Studenten, keine Forschung verfügbar. Okay. Wie sieht's hier aus? Keine Mitarbeiter. Arbeitnehmer mit Grundausbildung. Okay. Das fehlt. Machen wir mal. Kommen wir hier irgendwie rum? Die Frage ist, wird knapp. So ein Stückchen vor, Stückchen zurück. Dann passt das auch. So, sehr gut. Dann haben wir das hier schon mal. So, was habt ihr noch für Probleme? Niedrigen Bildungsniveau. Kindergarten gibt der Kindergarten, ja, der ist. Das Ding hier ist knüppelvoll. Knüppelvoll. Na, die wollen schon wieder eine Taverne haben. Warte mal kurz. Taverne, da haben wir doch auch was gehabt. Wo ist es denn? Jetzt suche ich das, ne? Also das ist immer. Es ist noch ein bisschen unübersichtlich. Vielleicht noch einen Kindergarten hier mit ranknüppeln? Weil ich meine, hier sind sehr, sehr viele, ne? Sehr viele Einwohner auf einen Haufen. Wo ist es denn jetzt? Gibt es hier nochmal
Tischtennisplatte auch nochmal dazwischen. So. Kindergarten. Weinock. Okay, hier ist noch ein Einkaufszentrum oder sowas. Machen wir auch gleich nochmal dahin. Was immer das auch ist. Militärstation. School Medium. Tower Block. Dann könnten wir eigentlich hier so noch hinbauen. Eigentlich suche ich ja noch eine Kneipe, ne? Na komm. Bevor wir uns hier lange doof und dämlich suchen, bauen wir uns halt eine Kneipe hier noch mit ran und dann ist gut. Passt auch ganz gut hier noch in die Ecke mit rein. So, dann bauen wir dich mal. So, dann ziehen wir den Häuserblock hier auch noch mit hoch und dann müssten die auch ganz anständig versorgt sein. So zumindest meine Hoffnung. So. Okay. Verkäufer, bla bla blub. So, wir holen uns mal das Zeugs. Fußweg. Oh, neuer Fahrzeugtyp, neues Auto. Gibt es. Okay, Spezies reinholen. Also mal gucken. Babys im Kindergarten 0. Kindergarten 0. Gastronom. Okay, das heißt, wir müssen nochmal Fußwege basteln. Gleich mit Dollar bauen. Das Autosave. Ah, zack. Ah, das passt auch wunderbar. So, wir bekommen die hier nämlich auch noch mal ein bisschen Freude, sage ich jetzt mal. Weil die können wir da ran. Das geht leider nicht. Na, kriegen wir dich da ran? Ja. So, du dahin, dahin. Na. So, ein Fußgänger, Wirrwarr ist das hier, aber was willst du machen, ne? Du brauchst ja Verbindung, die Leute müssen ja irgendwie von A nach B kommen. Na, da war doch gerade was. So, dann passt das hier und dann ist das auch in Ordnung. Jetzt gehen wir hier noch lang. Und dann ist das auch in Ordnung. Dann kommen die wirklich von überall ran hier. So wie es ja eigentlich auch sein soll. Und dann sollten die hier auch deutlich zufriedener sein. Kindergarten, Kneipe, Taverne. Haben wir das hier nicht schon? Kneipe... Kommst da nicht ran? Mal ganz ehrlich, du kommst da nicht... Tatsächlich, der kommt da nicht ran. Das ist ja ein Ding. Normalerweise müssten die doch hier durchkommen können. Mal ganz kurz gucken. Warum kommt ihr da nicht durch? Aber wie sieht es denn jetzt aus mit deinem Weg? Jetzt kommst du ran. Okay. Sportart, Bildungsniveau, Kindergärten, ja, okay. Aber da sind wir ja dran, ne? Hier sind nur 7, hier sind auch noch 54, das haben wir aber im Griff. Sportart. Halt, Kultur, wollen wir auch gleich noch bauen. Fernsehtower sozusagen, das machen wir mal. Weg, danke. Sportart. Ja, Sportart. Sport ist Mord, liebe Freunde.
aber meine Leute wollen das hier unbedingt haben. Dann kriegt ihr jetzt... Schade, dass ich da nichts hinbauen kann. Können wir dich hier irgendwie noch mit hinpflastern? Ja, das geht sogar. Wird natürlich hoffnungslos überlastet sein, aber... Gut, was will man tun, ne? Manchmal muss man ja echt improvisieren. So, okay, das passt. Damit müssten die eigentlich auch ein bisschen zufriedener jetzt sein. Theoretisch. Fehlende Mitarbeiter. Ja, okay, da sind sie dran. Gut, theoretisch müsste das jetzt klappen. Jungs, wie sieht's hier aus? Wir machen mal diesen hässlichen Frame aus. Ah, 200. Hier ist Fettstau und die werden es nicht los, ne? Fahr mal hin. Wie sieht's mit dir aus? Der ist ja echt... Na, es kommt nicht genug rüber, noch nicht. Ich kann doch nicht noch eine Fabrik bauen, ey, Leute. Die Leute müssten eigentlich hier... Guck mal, drei Busse. 80 Arbeiter. 20 Arbeiter. 43 Arbeiter. Hier, die ganzen Leute, müssten eigentlich wirklich dahin gehen. Das war ja auf 500 kommen. Wir brauchen eigentlich pro Schicht 1500 Leute. Insgesamt 1500. Ja. Ja. Jetzt kommen die Leute natürlich auch ran hier, ne? So, das müsste reichen. Dann müsste das zufrieden sein. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, Schule ist hoffnungslos überfüllt noch. Guck mal, wie schnell du jetzt voll wirst. Nicht wirklich, ne? Also es kommt nicht genug rum. Es kommt für meinen Geschmack zu wenig rum. Wir sind fast voll. Wir sind fast voll und es kommt zu wenig bei rum. Können wir denn noch eventuell noch eine Ölpumpe? Hier, guck mal. Alles voll. Aber es wird nicht weitergeleitet irgendwie, habe ich das Gefühl. Das Ding ist voll. Das Ding ist auch voll. Das Ding ist auch voll. Was ist denn... Wieso ist denn das hier so stauig? Das verstehe ich nicht. Das nicht. Das geht. Muss ich da wirklich eine Ölpumpe zwischenklemmen? Kann das sein, dass ich da eine Ölpumpe zwischenklemmen muss? Aber normalerweise... Ja, wenn die natürlich nicht ankommen, die Sachen. Weil, ne? Hier ist nix. Hier wird Betrieb ohne Probleme. Weil der direkt daran hängt. So, keine Quelle. Warte mal ganz kurz. Wir werden hier nochmal umbauen müssen. Habe ich so das Gefühl. Der geht dazwischen. Warte mal kurz. Das müssen wir mal anders machen. Das müssen wir mal echt anders legen. 3:1:3. Aber ich glaube, ich brauche eher 3:1. 3:1. Der geht dann so. Ja, das sieht, glaube ich, besser aus. Wenn ich den so baue. Mal machen das mal so. Dann gehen wir nämlich mit der da rein, da rum. Da drauf. Dann müsste das ja abfließen. Wenn meine Theorie jetzt stimmt, was ich zwar... Was durchaus ja sein könnte. Das wäre ja schon ein starkes Stück. Hm, geht das höher? Geht. Geht. Okay. Bau das Teil. Jetzt bin ich ja mal gespannt, ob die das gleich weiterleiten.
03. 046. Hier ist nichts drin, ne? Fast nichts drin. Das ist echt kurios gerade. Wir müssen das. Ich glaube, ich muss das nochmal komplett ändern hier. Quelle sendet keine Ressourcen. 046. Hier, naja, hier fließt es ein bisschen. Hier ist auch so ein bisschen. Wie gesagt, ne, das stockt hier ganz schön. Und das sind Einnahmen, die uns dann fehlen. Definitiv. Und wenn uns dann natürlich die Einnahmen fehlen, dann ist es natürlich schon ja, ziemlich blöde. Um es mal gelinde zu sagen. So, wie viel haben wir? Guck mal, wir haben ordentlich Leute da, aber es geht nicht viel raus. Öl kommt nicht viel rein. Ich glaube, ich werde nochmal alles komplett hier wegwursteln. Und die Dinger nochmal komplett neu verkabeln, sozusagen. Damit das hier ein bisschen besser fluppt, sage ich mal. Werden wir machen. Jetzt lasse ich es mal wieder Tag werden. Dann werden wir mal diese ganzen Zwischendinger hier mal weglaufen lassen und das Ganze mal wirklich nur komplett durch weiterlaufen lassen. Ich glaube, das ist eine ganz gute Idee. Mal ganz kurz gucken, wie können wir denn noch? Also, da ist das. Der kann da... Eigentlich kann der doch da rein, oder? Der kann auch direkt... Na, der kann da nicht mehr rein. Dann müsste ich 3 zu 1. Ah. Der kann aber da rein. Machen wir auch. Den nehmen wir mal weg. Bauen den da rein. Dann haben wir schon mal 3 Pumpen auf den einen. So, nehmen. Den hier können wir nicht machen. Jetzt müsste durch das doch hier sammeln. Tut es nicht. Motoren laufen nicht. Die Quelle sendet keine Ressourcen. Ich frage mich, warum. Naja, es ist gerade echt... So, hier ist 0,37. Erst waren die Dinger voll, hier ist jetzt wieder voll. Es wird aber nicht abgepumpt hier rein. Das ist schon hart. Okay, machen wir anders. Stopp. Machen wir folgendes. Wir werden erstmal das Ding hier abreißen. Weg damit. Dann gehen wir mit der Pipeline. Kommen wir hier irgendwo noch rein, in so einen Verteiler. Am besten in so einen Dreierverteiler. Dann können wir den da lang führen, da rum. So, der kommt so. Andere Struktur. Kriegen wir den... Ja, das geht. So, der führt jetzt auch auf diesen Dings rein. So, dann haben wir hier was. Jetzt müsste es ja theoretisch da zwischenlagern, schon mal. Tut er auch. Da kommt jetzt was rein. So ein bisschen zumindest. Seht ihr, ne? Die Zahl läuft. Aber, liebe Freunde, wie das hier weiterläuft und wie das hier weitergeht vor allen Dingen, das sehen wir im nächsten spannenden Part. Ich bedanke mich so lange mal fürs Zusehen. Hinterlasst doch ein Däumchen nach oben und dann sehen wir uns auf jeden Fall bald wieder. Bis dahin bin ich erstmal raus. Macht's gut. Ciao, ciao. Euer Ed von der Gaming.tv. Bye, bye.